Ganz komisch. Sehr, sehr komisch. Er ist einfach unzerstörbar da drin. Und seine absolut dämlichen Angriffe. Kotzt mich an da oben, echt. Kann ich doch nie im Leben mit Otto rübergehen und das überleben. Hier ist auch dieses seltsame Auge, weil da angeblich noch ein Feind rum läuft. Wie kann ich dich am besten treffen? Wahrscheinlich durch die Seite da. Zumindest muss ich es jetzt mal probieren. Die Felsbrocken rieseln einfach durch in ihn durch. Es juckt ihn einfach gar nicht. Bewegt sich. Das Blöde ist, es ist einfach so groß, dass er uns überall trifft. Er muss sich also gar nicht bewegen. Aber wir können ihn nicht treffen. Das ist echt eine miese Kombo. Vielleicht aber genau so. Das ist auf jeden Fall ein Plan. Aber wir müssen treffen, wir haben nur einen davon. Lass ihn nochmal werfen, ganz entspannt. Erledigt! Sauber zu Matsch verarbeitet. Was war das da? War das nur ein Teil von seinem Körper? Ich hoffe es. Ich hoffe es so sehr. Oh Gott, schon wieder. Fertigen geht nicht, wenn wir auf ihn sitzen. Essen geht. So sieht er uns nicht. Der scheint wohl nicht aus seinem Versteck kommen zu wollen. Er sieht uns nicht. Ist schon mal weiter vorne. Vielleicht können wir ihn ja da treffen, wo er jetzt steht. Oh Gott, wie viele einfach von diesen vollidiotischen Axtmördern hier rumlaufen. Das ist echt nicht mehr normal. Wir sind eben an einen so oft krepiert und jetzt kommen hier so viele und wir leben immer noch. Und was entdeckt uns da immer fast? Springt da oben auch noch einer rum? Sehen tue ich auf jeden Fall noch nichts. Aber das kommt mit Sicherheit noch. Dann, wenn der Bildschirm wieder einfach weiß aufleuchtet, weil wir gestorben sind. Wo bist du hin? Da bist du. Wie treffe ich dich am besten? Probieren wir es einfach mal so. Das wird wohl nix. Der wirft den Felsen zu gerade. Viel zu gerade. Die machen uns instant platt. Wir können da nicht einfach versuchen hinzumarschieren. Das mit den Steinen ist wirklich schon die beste Lösung.
Gott sei Dank. Alles andere würde, glaube ich, noch länger aufhalten und uns noch länger hier Freude bereiten. Er wirft ihn einfach viel zu hoch. Den Baum durchwerfen. Ein Versuch noch. Sag ich schon die ganze Zeit, ich weiß, aber ein Versuch noch. Ein einziger Versuch. Krall in den Stein, lauf auf ihn zu und mach ihn platt. Und dann hoffe ich, dass es wirklich der letzte ist. Wie viele wir schon platt gemacht haben von denen. Es werden einfach immer mehr. Die hören einfach nie auf zu spawnen, glaube ich. Ja klar, funktioniert einfach gar nicht. Die will ich gern einsammeln. Diese Ultra-Starken. Schön ein paar Holzsperre mitnehmen. Haben wir ja keine mehr. Haben wir ja schon alle verballert. Otto-Götze, Troll-Götze. Und noch ein Sticker für das Sticker-Album. Otto ist leidenschaftlicher Sticker-Sammler. Er sammelt seit er 6 Jahre Sticker. Und hat jetzt 3. Bedanken kann man sich für diese seriöse Session beim RTL-Team, die sowas immer wieder so geil inszeniert. Aber wirklich geil. Da war der Stein, da war die Hütte, die haben wir auch schon durchforstet. Und da hinten ist der Penner, den wir noch nicht platt kriegen, wo ich auch noch nicht genau weiß, wie wir da hochkommen. Wahrscheinlich irgendwann. Da lang, mit Sicherheit. Nochmal ein bisschen Holz mitnehmen. Dann einmal switchen. Zum dicken Trollo. So. Haben wir die Bereiche schon durchsucht? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr, weil es einfach wieder so fucking groß schon wieder ist. Und wo ist es überhaupt da? Ja, hier war die nicht vorhandene Kiste. Also durchsucht auf jeden Fall. Nochmal eben die Stückchen voll machen. Da oben steht also noch einer. Ich dachte gerade, da wird er so stehen. So. Das sah echt so aus. Das war ja wohl nicht. Vielleicht ist es auch einfach derselbe, den wir gerade schon versucht haben zu bewerfen. Und warum sind da hinten Bären? Wie können wir überhaupt da hinkommen? So nicht. Vielleicht können wir die Fässer probieren. Die können, glaube ich, gar nicht in die Luft fliegen. Hier hinten her kommen wir auch nicht. Also, liebes Spiel, warum stellt ihr einen Bärenbusch dahin, wo ich gar nicht hinkommen kann? Oder man kann dieses Fass irgendwie zerstören.
Hier waren wir noch nicht. Doch, eigentlich waren wir hier schon. Hier war ja die schwebende Kiste, wo wir nicht hingehen können. Aber irgendwie lagen da schon wieder Items rum. Wie auch immer. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Da war die Leiche. Gibt es hier noch irgendwas? Da, schöne Items. Alle einmal mitnehmen. Wo soll da schon wieder einer rumspringen? Das Spiel stellt einfach Mysterien, die man nicht beantworten kann. Heben wir den Jungen mal auf und schmeißen ihn mal hier hoch. Oder lassen ihn selber laufen, ja. Faules Schwein. Doppelter Metallspitze. Halt. Also das ist wirklich sparsamer. Der kostet gerade mal ein Metall und ein Garn. Der andere kostet zwei Garn und drei Garn sogar und zwei Metall und macht gerade mal vier Schaden mehr. Das lohnt sich, glaube ich, wirklich nicht. So, wir haben jetzt schon jede Menge eliminiert. Sonst wäre der Weg, glaube ich, wesentlich härter. Halt. Werf ihn! Ist er platt? Oh Gott. Oh Gott. Er hat einfach 60 Schaden gefressen. 60 Schaden. Aber eben, als wir auf den ersten eingeschlagen haben, haben wir 14 Schaden, glaube ich, pro Schlag. Und wir haben deutlich öfter auf ihn eingeschlagen, als er eigentlich Leben haben könnte. Warum? Nochmal ein Trollgötze. So, wo gibt's noch was Schickes? Oh, da hinten ist vielleicht der. Ja, da steht er schon. Da läuft er schon rum. Der Vollidiot. Da unten springen auch welche rum. Aha. Leben müssen wir ja voll haben. Was gibt's noch zu craften? Wir haben wirklich nur noch eine Metallspitze. 12 Schaden, 16 Schaden. Verbraucht aber wieder viel zu viel. Das ist ein bisschen billiger. Und Damage machen die beide sehr gut. Rüsten wir das mal raus. Metallspeerspitze. Ich weiß nicht, ob wir immer noch instant sterben. Aber wir gehen einfach mal davon aus. Es war ja die ganze Zeit so. Warum soll es sich jetzt geändert haben? Ja gut, wir haben das Leben gelevelt. Wo ist der hin? Wo ist er jetzt hin?
Er ist tatsächlich hier rumgerannt. Heftiger Typ. Nein, 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 nein. Schon wieder einer. Der da ist. Hä? Unten? Eine Waffenschnur. Sehr nice. Was soll denn sein? Da? Ach, der Kleine da. Ja, lass ihn doch. Schon wieder was übersehen. Ein Trollgötze. Trotzdem mal vorsichtig. Ich weiß nicht, ob wir da welche rumspringen von denen. Passen wir mal besser aus. Ansonsten sind die echt zäh. Zu zäh. Hier sind wir wieder am Anfang, wenn ich hier runterkomme. Also hätte er mich auch einfach hier hochheben können. Und ich hätte dann hier, durch den Rundgang, die Erkenntnis gemacht, kann man auch nicht öffnen hier. Hä? Wie kommen wir denn jetzt weiter? Da oben ist auch was. Vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen. Geht's einmal komplett rund. Damit kamen wir hinter den Container, den wir sowieso mit Troll wegräumen konnten. Hier stand noch einer von denen wahnsinnigen Axtmördern. Ja. Und hier komme ich wieder runter. Da ist der haarige Troll. Und hier hinten ist eine Brücke. Wie öffnen wir die Brücke? Nein, die werfe ich nicht. Das backt da einfach durch. Dann wird das so wohl nicht gehen. Hier liegt jetzt wohl auch nichts mehr rum. Gute Frage, nächste Frage. Warum hängt der Troll sich nicht einfach da dran? Es müsste doch runtergehen, wenn er sich dran hängt. Aber das Seil ist einfach stärker, als er schwer ist. Noch ein paar Stöckchen mitnehmen. Oh, nur einen. Das ist aber schade. Egal, ich habe noch genug hier rum. Stehen ja noch genug Hölzchen hier rum. Da zum Beispiel. Nehmen wir direkt mal mit. Ich komme immer noch nicht da rein. Kommen nicht an die Bäre. Was hat uns denn jetzt schon wieder gesehen? Der Einsame, der dahinter rumläuft. Wie auch immer der da hingekommen ist. Okay. Dann müssen wir sogar nach außen rumlaufen. Ganz leicht erbärmlich. Vielleicht kommen wir hier irgendwie drüber. Ich weiß es ja nicht. Scheinbar nicht. Scheinbar doch! Platt gemäht.
Platt gemäht haben wir ihn. Ich wollte gerade nach Waffen gucken. Schnell diese Waffe hier ausrüsten. Sind wir hier. Out of Map gegangen. Gewundert, dass er hier hochklettert ist. Krass. Der macht Sachen. Kannst nur mit dem Kopf schütteln. Wo geht's weiter? Hier waren wir schon. Wir sind da oben lang gegangen. Hier geht's nicht weiter. Weil ich habe doch immer einen Gegner hier rumlaufen sehen. Das war der wahrscheinlich, der oben in der Ecke war. Der uns dann so ein bisschen bugmäßig gesehen hat. Mitnehmen. Alles mitnehmen, was wir finden. Aber wir müssen nochmal weiterfinden. Hier ist wieder eine Brücke. Wie überqueren wir diese Brücke? Nochmal ein Holzspiel. Das kann echt nicht wahr sein, wie lange wir schon wieder rumirren. Aber ich würde sagen, man sieht sich bis zum nächsten Mal.